und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra und wir sind weiter bei der Serie Socialize 2, der Block Nummer 7. Konnte diesmal nur den Zuschnitt vorbereiten. Den Download-Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung unter dem Video. Ich konnte heute nicht so viel vorbereiten, weil jedes einzelne Teil ist anders. Das Einzige, was ich machen konnte, sind diese, das sind ja Four Patches mit Rechtecken, die sind keine Quadrate. Das zeige ich euch aber, welche Teile wir dafür verwenden. Und lasst uns starten. Im ersten Schritt nähen wir dieses Four Patch so, dass Teile F und E, so wie gezeigt, hier nebeneinander liegen. Davon brauchen wir zwei Stück. Ausrichten mit einem Viertel Inch und das Teil gleich hinterher und hier auch mit einem Viertel Inch nähen. So, und jetzt natürlich, wenn du magst, kannst du es pinnen und hier entlang nähen mit einem Viertel Inch. So sieht mein Teil jetzt hier aus. Das hier ist der Teil F, Teil E und in der Mitte so gebügelt, dass das flach ist. Davon brauchen wir zwei Stück. Das sollte ein Maß haben von 3 mal 3,5. So. Dieses lasse ich aber hier drauf liegen, weil wir das nachher nochmal möglicherweise brauchen. So. Jetzt, dass die anderen beiden, die sind genau umgekehrt. Man soll nicht denken, dass es das gleiche ist. Das ist es nicht, weil ich fange hier mit Teil E an. Und das braucht es nachher wirklich zu sehen, dass es anders ist. So. Das mache ich dann hier genauso. Lass mir das so liegen und fertige auch zwei Stück davon an. So, meine Teile sind fertig, aber ich habe sie noch nicht zugeschnitten, weil wir nähen ja noch die Teile hier dran. Es ist jedes von den vier Teilen ist anders. Also wir können hier nichts, kann hier nichts vorbereiten. Ich würde euch einfach eins zeigen und ihr müsst die Anleitung haben. Guckt euch das ganz genau an, weil die sind wirklich unterschiedlich. Und wenn das hier nachher nicht passt, oh mein Gott. So, wir fangen an mit dem Teil E und F, wo das Teil E auf dieser Seite ist. Also es liegt so vor euch. So, also ich drehe es jetzt mir so um, wie ich es brauche. Teil E liegt links von mir. Und ich nehme mir hier ein Teil D. Das ist D, so ein Quadrat. Die Maße findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und jetzt könnt ihr anzeichnen oder einfach so nähen, wie ihr möchtet. Diagonale Linie. Also von so nach so. Ich nähe das so lang. Wenn du magst, kannst du es bügeln. Jetzt schneide ich mir ein Viertel Inch ab. Kannst du mit der Schere machen, wie auch immer. So, das ist die erste Ecke. So, dann folge ich weiter der Anleitung. Dann kommt hier ein Teil A ran. Das ist ein großes Teil. Ausrichten, dass es so nachher ist. So. Das wird in die rechte obere Ecke gelegt. Und das ist ein großes, das möchte ich mir ganz gerne anzeichnen. Bevor ich schneide, gucke ich aber, ob das passt. So, dann folge ich weiter der Anleitung. Jetzt kommt hier unten schon ein Teil G, was hier in der Mitte ist. So eins. Das ist bei mir so ein blaues, weil hier auch blau drin ist. Ich experimentiere heute mal mit den Farben. Und da nehmen wir von so nach so. Und jetzt kommt hier in die letzte Ecke das Teil D. Wieder ein Teil D. Also ein Hintergrund ist das, ne? So, und die nähe ich von so nach so. Bügeln und dann schaue ich, ob ich das Maß richtig habe. So sieht das erste Teil aus. Und jetzt müsst ihr euch durcharbeiten, sag ich mal. Die anderen Teile, jedes einzelne ist exakt beschrieben und wenn man das so folgt, wie es in der Anleitung ist, dann kriegt man auch
ein entsprechendes Ergebnis. Wenn ich jetzt alle vier Teile zeige, dann wird das Video eine Dreiviertelstunde lang und das möchte ich jetzt einfach nicht. So, 3 mal 3,5 muss es haben. So, das ist das Teil H und C, die nähen wir jetzt aneinander, das ist das Mittelteil. So sieht das jetzt aus, das ganze Dingens, das kommt in die Mitte. Wir müssen es so machen, dass diese Teile in der Mitte irgendwie landen. So, und zwar fange ich an, dann habe ich das zweite Teil. So ist es richtig. So. Dann 3. Das muss dann so sein. Und das muss dann so sein. Also das ist hier richtig, dass es hier so aussieht. Das muss nicht hier treffen. Das ist absolut gewollt so. Also als erstes nehme ich diese beiden. Also ihr seht das hier. Das kann man das so sehen, ja. In der Mitte ist bei mir das gepunktete hier, so dass das hier in der Mitte einen schönen Punkt gibt. Hier. Und ich bügele mir jetzt diese Naht, die bügele ich mir jetzt auseinander. Dann wird sie flacher und so. Und jetzt die gegenüberliegende Seite. So, das ist hier ein ganz kleines bisschen neben der Naht, aber das macht nichts. Wichtig ist, dass der Punkt hier getroffen ist und der ist getroffen. So muss es jetzt. So, und jetzt kommt das hier ran, so und das so und dann ist schon fertig. Ich pinne mir das Ende hier an, weil ich habe so einen weichen Stoff. Das war ein ganz weiches Oberhemd und ich habe das vergessen zu stärken. Also, ja. Und jetzt nähe ich hier entlang. So, und jetzt die letzte Naht, dazu drehe ich mir das hier so um. Guck, dass ich wirklich auch in der Mitte bin, dass es wirklich passt. Das lege ich hier übereinander, das ist hier mit der... Eigentlich sollte es passen, aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man viele Nähte hat, dann kann schon mal ein Millimeter daneben sein. So, und jetzt nähe ich hier meine letzte Naht entlang. Ha! Jetzt bügele ich noch und dann schauen wir mal, ob das Gesamtmaß passt. So, und ich bügele zur Mitte zum Streifen. So, und wie ihr sehen könnt, ist hier nur ein bisschen drüber, aber ich schneide trotzdem alles gerade. So, und da mein Lineal 6,5 Inch hat, brauche ich da nicht weiter zu gucken. Ich muss nur gucken, dass es wirklich gut aufliegt. Hier sind nur Garnreste abzuschneiden und hier nur ein bisschen. Ja. So. Das ist mein Block, der Butterfly Garden Block von Pat Sloan. Ich glaube, ich mache das jetzt bei veröffentliche mal unsere schönen Blöcke auf Instagram. Und Fatquarter Shop, von dem ich das hier habe, der hat einen Hashtag Socialize2 und da kann man die Bilder auf Instagram posten. Ich wollte eigentlich eine WhatsApp-Gruppe, aber das ist mir mit dem Rechtlichen
zu viel Gedöns, ehrlich gesagt. Also, dass wir unsere Bilder untereinander tauschen können. Und so ist das, so kann vielleicht der Fat Quarter Shop, die schauen ja auch, was gepostet wird. Und der ein oder andere Blog, so wie das hier, ist ziemlich mutig mit dem Lila, fand ich. Aber ich fand es einfach mit dem Blau und Grün, wie es hier in der offiziellen Anleitung ist, das hat mir nicht gefallen. Ich wollte was Schönes, Farbenfrohes haben. Schmetterling, ja, einfach mal Lila. Und der Kleine in Rosa, naja, der ist nicht ganz so schön geworden, aber der gefällt mir richtig gut. Ja, und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, beim Blog Nummer 8 wieder. Und bis dahin, habt eine gute Zeit und Dankeschön fürs Anschauen. Ciao!